Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Chaos Gate Demon Hunters. Wir sind hier noch im Kampf gegen Blütenwuchs, beziehungsweise bei der Beseitigung von Blütenwuchs. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier angehen wollen oder können oder was auch immer. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie da rüber kommen. Erstmal hier in die falsche Richtung gelaufen, spontan, geil. Gucken mal, was es da gibt. Haben wir da schon irgendwas? Sehen wir da was? Wir sehen noch nichts. I am here to serve. Gut, der Ordenspriester hier ein bisschen langsamer unterwegs. Yes, beziehungsweise kommt einfach ein bisschen von weiter hinten. Wir versuchen hier wenigstens ein bisschen zusammen zu bleiben. Ach, unser Purifikator hat gar keine Punkte mehr. Geil. Ja. Gefechtsoptionen sind derzeit nicht. Einfach weil Inquisitorin Vakir natürlich mit dem Verbannungsritual beschäftigt ist. I am here to serve. So, dann gucken wir mal. Müssen wir schon uns Schilde zulegen? Ups. I sense something near. Ja, da kommen wir wahrscheinlich schon in die Gegend. Words in house. I am here to serve. The Aegis chooses us. Your orders? Also eine schöne Teleportation oder sowas wäre jetzt natürlich cool. Aber ist leider nicht. Gibt es irgendwie Sinn, hier drüben lang zu laufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich wollen wir einfach alle diese Rampe runterstürmen. Standing ready. As you will. Yes. Ach. Ja gut. Ein schöner Kamerawinkel. Was macht er denn da? We are the swords of justice. Ich werde nicht, jetzt nicht so Sätze sagen wie, hey, das schreit ja direkt nach einer Sprenggranate. Aber im Prinzip ist es schon genau so. Ich komme da nicht ran. Warum? Was ist da los? Was soll das? Hier. Ich komme da ran. Ich muss so ganz genau zielen, diese Granate hier. Ungefähr so. Moving out. So, dann müssen wir noch mal ein bisschen nach vorne. Bruder Hämmerer. Kann da auch gleich ein bisschen was tun. The Emperor lights our path. Seeking the Tainted. So, wie sieht's denn aus? Extraktor Servo-Schilde, ja? Extraktor Servo-Schilde, ja. Sehr gut. Oh, du kommst da sogar ran. Und was machen wir dann damit, wenn du da rankommst? Das wissen wir nicht so genau, ne? Yes, Commander. Wie viel Schaden machst du? 9.
Der 9 Schaden ist doch gar nicht komplett scheiße. Jetzt natürlich die Frage. Hinrichtung ja oder... Ne, Hinrichtung nein. Yes, come on. Ich kann man wahrscheinlich nicht betäuben, ne? Ja, so ist es. Ich wäre beinahe für Hinrichtung ja. So, und dann kannst du nämlich hier mal die Litanei des Hasses sprechen. What is your will? So, wie sieht's denn aus? Kommt Bruder Hämmerer daran? Nee, na, so geht nicht. Und durchaus ein bisschen blutig zersägt hier. Wollen wir jetzt Bruder Hämmerer daran bringen? Das wäre vielleicht gar nicht blöd, ne? Wenn wir ihn nach vorne bringen. Yes, come on. At your service. Vielleicht pfeifen wir einfach da drüben auf das Ding. Ja, Bruder Hämmerer würde da rankommen. Ah, der kann auch schießen. Kann er von hier aus gut schießen? Ja, der macht einen Haufen Schaden. Wie viel Schaden ist denn das? 7, das sind 14 Punkte Schaden schon mal. Die Hälfte quasi. Du kannst von hier aus nicht schießen. Du könntest von hier aus nochmal 12 Punkte Schaden machen. Ja, das muss doch hinhauen. Ja, du kannst dann von da hinten nochmal, wenn du Bock hast. Okay, gut, dann stellen wir dich mal hier rüber einfach. Reicht es auch, wenn wir dich hier hinstellen? Warte mal. Du machst von hier aus 14 Punkte Schaden, richtig? Hast du noch genug Munition? Ja. Du rennst hier rüber. Du machst dann 12 Punkte Schaden. Das sind schon mal 26 Punkte Schaden. Ja, ja, dann können wir doch das Ding hier noch einsammeln. Das ist doch dann schick. Achso, Bruder Hämmerer soll natürlich von hier hinten aus schießen. Cybolt brauchen wir, glaube ich, nicht. Was machen wir denn mit dir eigentlich? Kommst du nirgendwo hin, ne? Ja, geil. Naja, kommt echt nirgendwo hin. Na gut. Dann egal. Hast du nicht gerade geschossen? Warum hast du noch 4 Munition? Ach, du hast noch gar nicht geschossen. Okay, alles klar. Ja, machen wir direkt mit dem Cyborg zu Ende.
source of this corruption has been cleansed. In bloodshed we save. Ja, wunderbar. Das hat auch jetzt schneller funktioniert tatsächlich, als ich dachte. Ups. Ich dachte schon, irgendwelche Gefahren aus dem Immaterium tauchen hier wieder auf. Zum Glück nicht. So, gibt's Verletzte? Also ich meine ernsthaft Verletzte. 12 Rote haben wir bekommen, Saaten und 2 Requirierungspunkte. Ein Justicar könnten wir bekommen, ein Zeitpalser. 7 Punkte Schaden, was bist denn du? Eine helle Barde. Mit 15% Crit. Und 2 Crit-Schaden. Ja, ich glaube, das Ding nehmen wir mal mit. Das ist besser als unser Hammer. Ist das besser als unser Dings? Wahrscheinlich nicht, ne? Silberpanzer. Terminator-Rüstung. Nee, die kann aber nicht viel. Von daher, wir nehmen mal die Lanze mit, ne? Die kostet uns, was kostet uns die 3 Punkte? Können wir uns locker leisten. Ja, für 6 Tage verwundet hier irgendwie. Das überleben wir, glaube ich. So, dann schauen wir mal. Wer hat denn hier unser Ordenspriester zum Beispiel? Delicious. Ja, was ist denn? Das ist ein großes Arcanum, glaube ich, ne? Ja. Das Ding macht 6 Schaden. 20% Crit Chance. Und verwundbar. Und 50% für 3 Züge. Ja, das nutzen wir relativ selten, würde ich behaupten. Ja, und sonst macht das Ding halt gar nichts, ne? Wir könnten ihm natürlich auch den Hammer wiedergeben. Das ist eine Idee. Na, ich glaube, das machen wir. Dann entlasten wir nämlich so ein bisschen unseren Skriptor. Und unser Skriptor bekommt dann natürlich eine Lanze beziehungsweise Hellebarde. Beziehungsweise hat unser Ordenspriester irgendwas. Ach, der hat eh schon mehr Crit, ne? Ja, dann tauschen wir das. Dann tauschen wir das. Oh Mann, ich tausche hier hin und her sehr gut. Da hat er nämlich 30% Crit Chance. Und plus 4 Crit Schaden damit. Ja, das glaube ich ganz gut. So, und hat unser Skript jetzt sein Hammer wieder? Nee.
So, dann machen wir es so rum. Und dann haben wir noch ein ganz kleines bisschen Zeit und wir sind hier drüben irgendwo, ne? Ja. Ja, nach da schaffen wir es nicht mehr. Nach da würden wir es sogar noch schaffen. Ja, wo wir da hinfliegen, ist eigentlich komplett wurscht, ne? Hier würde es zwei Grimoires geben, das nützt uns jetzt nicht irre viel. Hier gibt es einmal Requirierung. Da gibt es eine Rang 3 Granate, okay, das ist natürlich cool. Hier auch. Verrät uns dieses Zeichen irgendwas? Ist das eine Rauchgranate mit dem Schild drauf? Hier würden wir einen Purifikator bekommen. Hier bekommen wir einen Interceptor. Da würden wir ganz anders hinfliegen. Ich dachte, vielleicht können wir uns einen kleinen Umweg hier leisten. Nee, aber wir wissen ja auch nicht, wann hier die nächste Blüte zuschlägt. Ne? Die haben wir jetzt relativ schnell hintereinander zugeschlagen, tatsächlich. Deswegen gehen wir vielleicht erstmal hier hin, machen das System dann nämlich auch komplett sauber. Was natürlich schon mal von Vorteil ist. Da haben wir ein System weniger an der Backe. Unser Rumpf wird gleich repariert sein, auf jeden Fall. Reinigungsritual dauert noch 20 Tage. Uff. Ja, gut, dann fliegen wir da einfach mal hin. Ich weiß nicht, ob unsere Ritter bis dahin wieder genesen sein werden. Ne? Nee, es wird keine 6 Tage dauern. Schiffsprojekt abgeschlossen, Rumpf reparieren. Ich habe die Reparaturen am Rumpf der Edikt fertiggestellt. Es ist beruhigend, dass sie nun erneut widerstandsfähig ist. Aber das ist kein Freibrief, sie unnötigen Risiken auszusetzen, Commander. Klar. So, da ist nämlich schon der nächste Blütenwuchs. Hier drüben einmal, okay, das ist harmlos. Hier drüben, das ist auch relativ harmlos. Ja, wir reisen erstmal zu Ende hier. Ja, alle 5 Tage gibt es jetzt einen neuen Blütenwuchs, ne? Das ist schon ein bisschen nervig. So, hierhin schaffen wir es dann nicht mehr. Dahin schaffen wir es, dann müssen wir halt nur durch einen kleinen Warpsturm durch. Upsi. Ja, da gibt es halt was Neues. Ja, hier drüben, das können wir dann auch gleich wieder säubern. Also wir haben jetzt nochmal richtig viel zu tun plötzlich. Und dann würde ich sagen, hier mit der Mission, die ziehen wir dann beim nächsten Mal einfach eiskalt durch. Und ehe wir da hinten sind, gibt es ja schon wieder den nächsten Blütenwuchs. Ach man, das, ich werde jetzt nicht Worte wie nervig in den Mund nehmen, aber schon. Gut, dann soll es das für heute gewesen sein, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.